Was ist AR Quick Look und wofür braucht man das? Wozu gibt es das überhaupt? Erkläre ich in diesem Video von Schröder Schreibtisch. Tasse Tee zur Hand oder Kaffee. Auf geht's. AR Quick Look ist eine Technologie aus dem Apple-Universum. Erklären wir erstmal, wozu gibt es die ganze Geschichte? Was ist sozusagen die Problemstellung? Fangen wir damit mal an. Also, der übliche Ansatz, ich habe ein Smartphone und darauf installiere ich mir Apps. Klar. Das bedeutet, auf dem Smartphone habe ich erstmal generell unten ein Betriebssystem. Darauf installiere ich eine App. Schon klar. Das bedeutet aber auch, wenn ich meinetwegen 10 Spiele oder 10 AR-Anwendungen auf mein Handy packe oder was auch immer, ja, 10 Apps, dann habe ich 10-mal eine 3D-Engine installiert. Ja, also das Stück Software, sowas wie Unity oder Unreal oder was auch immer. Ja? Und jedes Mal mit jeder neuen Anwendung muss ich es nochmal dazu installieren. Gegebenenfalls mit verschiedenen Softwareständen und. Ja? Das macht das Handy voll. Ich muss viele Updates installieren. Aufwand. Andere Lösung. Ja, das war jetzt so gesehen die App-basierte Lösung. Dann gibt es jetzt noch einen alternativen Ansatz dazu. Das ist jetzt webbasiert über den Browser. Das gibt es gerade auf Android, ist das so eigentlich der Standardfall an der, sehr häufig zu sagen, okay, ich habe eine browserbasierte Lösung, gibt auch natürlich der Apps, aber da wird auch sehr gerne mal dieser webbasierte, browserbasierte Ansatz verfolgt. Bedeutet, ich habe auf dem Handy ein Betriebssystem, auf dem läuft obendrauf der Browser. Da obendrauf brauche ich für jedes Anwendung, also wenn ich das Ding jeweils auf der Internetseite entsprechend aktiviere, muss ich gewisse Elemente runterladen, wieder so ein Stück 3D-Engine, wieder die 3D-Daten und so weiter und so fort. Ja? Bei einer App installiere ich das Ganze einmal, dafür ist das Handy voll. Bei der anderen Variante habe ich viel Traffic, weil mit jeder Anwendung müssen neue Daten runtergeladen werden. Jetzt die Frage, gibt es irgendwas das Beste aus beiden Welten? Ja, das gibt es und das heißt AR Quick Look. Macht im Prinzip Folgendes. Ich habe auf meinem iOS-Device, also iPad oder iPhone, das Betriebssystem und im Betriebssystem hat Apple gleich die 3D-Engine mit allen wichtigen Funktionen direkt integriert. Praktisch. Das heißt, ich muss nur noch, wenn ich auf irgendeine Webseite oder sowas auf einen Link klicke oder so einen QR-Code wie hier entsprechend meinetwegen jetzt abfotografiere, ja, wenn ich jetzt am Desktop sitzen sollte, dann muss ich nur noch eine kleine Datei runterladen, ja, üblicherweise eine ZIP-Datei, eine USDZ, Z wie ZIP. Was USD ist und dieses Dateiformat, das erkläre ich im Video hier oben gerade. Mal auf den Link klicken, da gibt es mehr dazu. Ja, zurück zum Thema. Und mit dieser einen Datei habe ich alles heruntergeladen, was ich brauche. Das hat den Vorteil, dass die Dateien sehr klein und kompakt sein können. Zum Beispiel hier, dieses Beispielvideo auf der Seite. Die gesamte Datei ist nur 11 Megabyte groß mit dem gesamten 3D-Szenario von der U-Bahn. Vorne vor entsprechend diese Zahlschranke, der Animation, dem Sound, alles 11 Megabyte. Die Datei ist so schnell runtergeladen, auch im deutschen Mobilfunknetz, und kann sofort genutzt werden. Und man kann sofort sich die Sache erklären lassen, die mit dieser AR-Datei erzählt werden soll. Ja, die Geschichte und die Vorteile in dem Fall vom kontaktlosen Bezahlen. Und wenn jetzt mich einer fragt, warum? Naja, warum AR Quick Look? Weil ich weder eine App immer installieren muss, noch diese browserbasierte Geschichte, die auch seine Probleme hat, auch nicht anwenden muss. Das heißt, mit dieser Gesamtlösung von Apple mit AR Quick Look bin ich in der Lage, kleinstmögliche Dateien zum Interessenten zu senden und sofort kann der sagen, ja, ich schaue mir die ganze Geschichte an. Ich kann mich sofort mit der ganzen Geschichte beschäftigen. Und das ist ein großartiger Vorteil im gesamten Themenbereich Marketing und speziell natürlich im Online-Marketing. Darum setzen wir so sehr auf AR Quick Look. Wenn jetzt Interesse besteht, also da wäre eine Möglichkeit zum Abonnieren, also zur Sicherheit, falls noch nicht geschehen. Und hier zwei weiterführende Videos rund um das Themenbereich Apple und Augmented Reality. Vielleicht sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Over and out.